Grüezi Gott, ihr Lieben. Hier sind wir wieder mit einer Sendung mit Herz und Verstand und auch wieder mit WUK. Aber ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, wir haben eine kurze Pause gemacht und quatschen jetzt weiter. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, wir machen hier Fake-Fernsehen. Ja, man ist einfach praktisch jetzt gerade. Ich bin auch relativ froh, dass wir die Einstellung ganz gut gefunden haben. Und dann nutzen wir das gleich aus und sprechen weiter. Wir haben uns auch ein bisschen früher getroffen als die letzten Abende. Von daher ist noch Energie da und wir können noch ein bisschen sprechen und vorproduzieren und haben vielleicht dann morgen frei. Und ihr habt ja, aber dann morgen auch eine Sendung. Das ist so ein bisschen der Plan, ja. Jetzt habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, auf die Sendung, die ihr noch gar nicht kennt, eure Kommentare zu hinterlassen und vielleicht Anmerkungen zu machen, Nachfragen zu haben. Deswegen haben wir wir haben so ein paar kleine Themen, über die wir gerne sprechen würden, die vielleicht auch jetzt gerade dran sind. Vielleicht fangen wir gleich an. Also ich wollte eigentlich anders anfangen, aber jetzt drehe ich es gerade wieder. Ich merke gerade, weil es gab die Nachfrage von WUK bezüglich der Sonnenwende, ob es da ja etwas heftiger wird. Und ich habe das in einem Channeling nachgefragt bei der Sabine und der geistigen Welt. Und dort wurde eben gesagt, dass diese Sonneneruption, die stattfindet, in welchem Maße auch immer, ja hier keinen Fallout produziert und eben nicht die 3 Tage Dunkelheit entstehen. Wobei der Einführungssatz war auch ganz witzig. Er hat wirklich so gestartet im Channel, ich weiß nicht, ob es der WUK gehört hat, gestartet. Obwohl wir euch manchmal ganz gerne das Licht ausschalten würden. Also einfach mit dem kosmischen Humor gestartet, war ich gleich hin und weg. Aber da geht es halt eben um Prophezeiung. Und ich weiß auch, ich habe mit WUK mal drüber gesprochen, dass eben der Planet uns streifen könnte und man dann eigentlich auf über 1000 Höhenmeter fliehen müsste. Und dann hätte man auch schon eine gewisse Chance, dass man noch überschwappt wird. All diese Dinge gibt es halt eben noch. Also ich glaube, diese 3 Tage Dunkelheit, davor haben die Menschen in gewisser Weise am meisten Respekt und irgendwie Angst. Auch andere Dinge, die so im Raum stehen. Was würdest du sagen, kann uns da noch was erwarten? Oder warum würde es uns nicht erwarten? Was sind die Dinge, auf die wir uns gefasst machen müssen? Was ist so dein Gefühl oder deine Intuition oder was ist dein Wissen darüber? Also wirklich wissen tue ich da nicht viel drüber. Und hallo erstmal, weil es ist sehr, sehr schwer, sowas wirklich präzise vorherzusagen. Es ist halt nur diesen Monat und jetzt auch an Midsommar so, dass wir halt sehr seltene Konstellationen haben. Einmal hier den Vollmondfinsternis sozusagen und dann Neumond-Sonnenfinsternis ist schon, ja, seltsam, sag ich jetzt einfach mal. Das ist, kommt nicht so oft vor. Und da ist jetzt die Frage, wie weit wir da in die Tiefe gehen können. Also ich denke schon, dass an der Geschichte, die Corey Good sagt, mit dem Solar Sneeze oder mit der Mikronova, die passieren soll, dass es uns das noch erwartet. Da es war sehr passend vom Timing her, dass um den 21.12.2012 eine solche Mikronova in unserem nächsten Sonnensystem passiert ist. Und zwar, dass die kleine Sonne Proxima Centauri von dem Alpha Centauri System diese Mikronova gezeigt hat und das auch aufgefangen wurde, dass über, ich glaube, meine 10 Sekunden mehr als 1000-fache Helligkeit aufgezeichnet wurde. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier auch dann passieren wird. Wann genau ist halt die große Frage. Allerdings sprach Corey Good und auch David Wilcock darüber, dass es durchaus möglich ist, dass wir mehrere davon erleben, dass aber dann auch zum Beispiel nicht alle in voller Intensität sein müssen. Aber selbst zum Beispiel ein großer Sonnenflare, also eine Sonneneruption zum Beispiel, wäre zu dem Zeitpunkt der Sonnenfinsternis zum Beispiel sehr, sehr interessant zu sehen. Und der arcturianische Rat hat ja auch schon angekündigt, dass etwas passieren wird, was unser Bewusstsein beeinflussen wird. Von daher läge das jetzt nahe, dass wir sozusagen einen auf die Finger bekommen. Aber ich hoffe darauf, dass das Universum uns einfach nur nochmal ihren Glanz zeigt und wir dann vielleicht doch etwas mehr zur Vernunft kommen. Aber wir werden sehen.
Ja, aber da gibt es ja ganz konkrete Dinge. Also, wie gesagt, ich weiß, wir haben über diesen Planeten geredet, der die Erde streifen soll. Und das ist ja auch aufgrund, also das war damals ein Channeling, ist ein paar Monate her schon, vom Lichtwelt Verlag aus Innererde, die eigentlich gar nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit da reingeredet haben. Es war so relativ konkret, ja. Und das macht den Menschen ja schon Angst. Also, weil hier geht es ja um Sinnflutartige, also da gibt es Ja, ist genau. nicht schön. Also, ja. Und für wie wahrscheinlich hältst du denn solche Szenarien noch? Das ist eine gute Frage. Also, das, was erwartet wird, oder sagen, was ich hier im Kopf habe durch die Informationen von David Wilcock und Corey Good, sind mehrere Ereignisse. Davon ist halt eins auch mit einem Asteroiden oder Meteor zum Beispiel verbunden. Und ich denke, die wenigsten von uns werden zum Beispiel mitbekommen haben, dass jetzt letzten Samstag ein 2,5 Kilometer mal einen halben Kilometer großer Meteorit an uns vorbeigerauscht ist, etwa 5 Millionen Kilometer entfernt. Was einfach halt wieder ganz klar unterstreicht, was eine Marc Passio in dem Neofeminismus-Vortrag sagt, dass Sicherheit auf diesem Planeten, wenn man um eine Sonne rumtreibt im Universum, ist halt nicht. So, und ich weiß es nicht. Also die große Frage ist, wie wir uns selber verhalten. Und jede unserer Entscheidungen hat halt auch Einfluss auf das große Ganze. Selbst allein als die Damen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Autorin hieß, aber die hat mit der Kosmonautin Popova ein Buch über den Kornkreiscode zum Beispiel geschrieben. Und dort wird ja auch ganz klar gesagt, dass wir Erdveränderungen entgegensehen sollen und dass es da sinnvoll ist, in größerer Höhe zu sein. Allerdings wird da auch kein genaues Datum gesagt, weil wir halt immer noch die Möglichkeit haben, wenn wir bestimmte Aktionen machen, und das wurde in dem Buch so beschrieben, dass wir zusammenfinden und den grünen Laser aktivieren, sozusagen, unsere Schwierigkeiten sozusagen zu umschiffen. Dass wir es dann schaffen können, auch diese ganzen Kataklysmen zum Beispiel, ja, schadfrei mehr oder weniger zu überstehen. Oder halt vielleicht wirklich komplett zu umgehen. Aber mit dem Bewusstsein, was die meisten Leute noch an den Tag legen, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich eine Art von unangenehmen Ereignis notwendig sein wird und dass wahrscheinlich es auch notwendig sein wird, dass sehr viele Leute sehr, sehr, sehr wütend werden aufgrund der Wahrheit, dass man wirklich einen reellen Wandel erreichen wird. Also dass wir wirklich wahrscheinlich in einige Schwierigkeiten kommen werden und selbstgemachte, vielleicht auch kosmisch, ein Umdenken definitiv erforderlich machen. Und ich meine das jetzt auch im Ich weiß jetzt nicht, ob das Corey Good sagte oder es im Law of One gesagt wird, dass durch die stärkere Aufladung des Erdmagnetfeldes wir auch stärker, ja, Gestein und so weiter anziehen aus einer größeren Entfernung und so weiter und das zunehmend ein Problem sein könnte. Aber ganz konkret, also du drückst dich da so ein bisschen, aber du weißt es natürlich nicht, aber hast du ein Gefühl dafür, eine Intuition? Weil das, was du so angedeutet hast, da haben wir ja vorher in der vorigen Sendung drüber gesprochen, dass es so, ja, Ereignisse auf der Welt gibt, ganz, ganz physische Dinge, also die wir jetzt schon kennen, 5G oder sei es die Wahrheit über Corona oder was auch immer, kann dazu führen, dass eben Menschen aufwachen und ich meine, wir sind ja sowieso schon alle jetzt gerade im Corona-Gefängnis. Das ist ja eh schon krass, das hätte man sich vom Jahr, ist jemand erzählt, wir laufen nächstes Jahr, Hausarrest. die ganze Welt läuft mit Masken rum und darf den Nachbarn nicht mehr begrüßen, so ungefähr. Ja. Also ist ja eh völlig, völlig irre. Da sieht man mal wieder, wie schnell man sich an alles gewöhnen kann. Das ist irgendwie auch so in der menschlichen Natur verankert. Aber darüber hinaus, also davor haben die Leute, glaube ich, richtig Angst. Also da gibt es ja diese Irrmeier-Vorhersagen, also Richtig, diese ja. wirklichen Katastrophen. Fatima. Und ja, und ob es notwendig ist, zum Beispiel, dass Menschen sterben, weil die eh nicht mit aufsteigen können. Also wie verlassen uns die Leute, die vielleicht
eben nicht diesen Bewusstseinswandel mitmachen können, wollen, auf der neuen Erde noch gar nichts, da noch mit, gar nichts mit anfangen können und lieber noch Spielchen im 3D weiter betreiben wollen. Wie kann man sich das vorstellen? Fallen die tot um oder werden wir hier weggesaugt von der Erde? Oder sind es so eine Ereignisse, die dann eben dazu führen, dass eben viele sterben und zufällig sind es dann immer eben die hier nicht mitgehen wollen? Wie kann man sich das vorstellen oder wie kannst du das den Leuten erklären? Was hast du da für eine Vorstellung davon? Also meine Vorstellung davon, also ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wir durch ruppige Zeiten durchgehen werden. Aber wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass wir durch unser Handeln das beeinflussen können, positiv auch beeinflussen können, würden wir uns beide jetzt zum Beispiel nicht unterhalten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch bestimmte Kataklysmen sehr, sehr viel Leben insgesamt beendet wird. Und da kann ich dann wirklich nur hoffen, dass die Aussagen zum Beispiel von David Wilcock und anderen stimmen, dass die Leute dann sozusagen vorher abgeholt werden und dann sozusagen auf einer anderen 3D-Welt ausgesetzt werden, um dort ihre Entwicklung einfach weiterführen zu können, mit, ich sag mal, kleinen Holprigkeiten und sowas. Aber im Großen und Ganzen werden die dann wahrscheinlich erstmal ihr normales Leben weiterführen können, und würden halt wahrscheinlich nicht mehr unbedingt merken, dass sie woanders sind. Ansonsten kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass es halt eine ganze Menge Verlust von Leben gibt. Es kommt halt wirklich ganz drauf an, wie wir uns dann verhalten, weil jetzt zum Beispiel, wenn Worst-Case-Szenario, wenn wir jetzt wirklich anfangen würden, ähnlich wie in den USA zum Beispiel, uns Straßenschlachten zu liefern, die verschiedenen Interessengruppen und so weiter, dann würde das Ganze sich natürlich extrem negativ auf das Bewusstsein auswirken und dementsprechend würden wir dann wahrscheinlich auch eine eher negative Schwingung erreichen, dass uns schlechte Sachen widerfahren. Aber da muss man aufpassen, glaube ich. Man muss schon trennen zwischen Bewusstsein und Schwingung, oder? Weil, wie ich denke, vorhin gesagt habe, in der letzten Sendung, kann man Bewusstsein eigentlich nicht wieder senken. Also ein erreichter Bewusstseinszustand ist nicht mehr verhandelbar, sozusagen. Es geht nur noch weiter, aber Schwingung schon. Schwingung kann definitiv senken wieder, wenn man sich einfach die falschen Filme anschaut, mit den falschen Informationen beschäftigt, dann kann falsche die Schwingung Leute ganz schnell nach unten gehen und man kann sich schlecht fühlen. Man macht halt da nichts draus. Aber also deswegen muss man das ein bisschen trennen. Richtig, aber ich sag mal jetzt, die Eigenvibration, die Eigenschwingung hat ja auch was mit Bewusstsein zu tun. Also wenn man von niedrig schwingenden Leuten umgeben ist, dann fallen einem Höhenflüge schwer. Das ist eigentlich unbeschritten. Also ich hoffe, um es jetzt einfach mal so zu formulieren, ich hoffe wirklich inständigst, dass wir es hinkriegen, bestimmte Ereignisse zu umschiffen. Weil es gerade sagen wir jetzt in unserem Bereich auf dem Kontinent, auf dem Globus nicht wirklich toll aussehen würde, wenn das alles so läuft, wie in den Prophezeiungen zum Beispiel käme. Jetzt allein Alois Irlmeier, ich meine, hast du vorhin angesprochen, glücklicherweise ist das ja, was er gesagt hat, nicht eingetreten. Ich gehe auch davon aus, dass es halt zu dem Zeitpunkt damals, auf dem er war und auf der Zeitlinie, auf der er war, das wahrscheinliche Ergebnis ist, aber es ist definitiv nicht wünschenswert, weil das ja auch mit massivem Krieg und Verseuchung und Tod und so weiter endet. Und da müssen wir Menschen da jetzt uns nicht gegenseitig mit Sachen bewerfen. Ich denke, dass wenn die Natur, sag ich jetzt mal, durch ein Erdbeben oder sonstige Sachen sich selber reinigt, müsste ich jetzt einfach mal krass formulieren, ist das tragisch genug teilweise. Ja, da müssen wir selber jetzt nicht noch unbedingt was dazu beisteuern. Aber meines Erachtens ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wie du es auch schon im letzten Video angesprochen hast, dass die Realitätsmanifestationsmatrix, wenn wir die passend füttern, das heißt, wenn mehr Menschen es wirklich schaffen, die passenden Eingaben so zu einzugeben, sozusagen das Gefühl und die Gedanken positiv einströmen zu lassen, dass wir dann halt auch eine größere Chance haben, diese ganzen Sachen zu umgehen.
da ist mir zum Beispiel eine Sache eingefallen. Dr. Bruce Lipton hat vor einiger Zeit mit einigen anderen Leuten eine Aktion gestartet, dass man um 11 Uhr, egal ob morgens oder abends, sich einfach die Zeit nehmen soll, ein Weilchen zu tagträumen. Dass man sich selber in einer Art Visualisation in der Zukunft sieht, wie wir zum Beispiel schon diese ganzen Schwierigkeiten, die Umweltzerstörung und ne, die unnötige Ölabgase etc. sozusagen schon überstanden haben und hinter uns gelassen haben. Und ich denke, dass dies halt sehr wichtig ist, dass man so ein bisschen aus diesem Mind Control und dieser Angstmache aussteigt und sich ganz bewusst positive Gedanken macht, weil sehr viele von uns sind wirklich darauf spezialisiert, sagen zu können, was sie nicht wollen. Das liegt halt auch oft daran, jetzt, ich spreche da auch aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner Beobachtung meines Umfeldes, dass sehr, sehr viele sehr präzise sagen können, was sie nicht wollen, weil sie das im Grunde genommen permanent manifestieren, was sie nicht wollen, aber sehr große Schwierigkeiten haben, das zu formulieren, was sie wollen. Und da denke ich, wenn wir den Leuten helfen können, zumindest temporär bestimmte andere Sichtweisen zu kriegen und vielleicht andere Perspektiven zu kriegen. Hoffnung ist ein großer Punkt zum Beispiel, der enorme Kräfte mobilisieren kann. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wirklich eine richtig gute Chance haben, dass das Ganze halt auch ohne diesen 2012 und Weltuntergangskram zu erleben. Dass gewisse Veränderungen stattfinden werden, ist ja nicht zu leugnen. Wie sich das auswirken wird, das werden wir sehen. Aber ich bin mir sicher, dass jetzt mal die Menschheit überleben wird, definitiv. Und die Leute, die in dieser Umbruchszeit sozusagen dann gehen, sind ja teilweise auch Leute, die zum Beispiel Wanderer sind, die danach nach Hause gehen, weil ne, deren Mission abgeschlossen ist. Und teilweise sind es halt die Leute, die zum Beispiel in der 4D-Welt als erstes reinkarnieren. Also so gesehen, ich denke, für jeden ist da gesorgt und durch das Studium vom Law of One ist mir auch klar geworden, dass kein Bruchstück des Schöpfers, also keine Seele von uns wirklich verloren geht, ganz egal, was wir ihm antun. Und da wurde auch ganz klar gesagt, dass zum Beispiel die Atombomben von Nagasaki und Hiroshima halt da besonders schlimm waren, weil sie die Seelen in Fragmente zerrissen haben. Und selbst die Wesen dieser hohen Dichte sehr viel Jahrzehnte darauf verbringen mussten, diese Fragmente des Schöpfers wieder zusammenzupuzzeln, um sagen, dass halt kein Stück des Mosaikes fehlt. Ja. Oh, da hast du jetzt ganz viel erzählt. Ganz viel andere Trigger bei mir. Ich könnte jetzt in ganz viele Richtungen weiterschwingen, aber ich gehe sogar ein bisschen zurück, weil du hast es so in einem Nebensatz erwähnt, dass diese Vorhersagen aus Zeitlinien auf Zeitlinien abgezielt haben, die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Und das muss man nochmal betonen. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass jetzt ein Alois Irlmeier in allem geirrt haben muss, weil es gibt auch wahrscheinlich und sehr und vermutlich Dinge, die sozusagen als Knotenpunkt in allem zusammenlaufen. Ja? Also so kann man sagen, okay, das passiert nicht. Wir reden wahrscheinlich auch jetzt bei dem Planeten, der uns streift, Nibirius soll es wohl sein, und dann ja zu dieser Riesenkatastrophe führt, von einem Endszenario für die fünfte Menschheitsgeschichte, in der wir gerade stecken. Glaube ich, die fünfte sind wir, oder? Genau, nach Ra, sozusagen, was er uns geschenkt hat, das Wissen, um dann die sechste zu starten. Also es gibt so ein paar, so auch der Polsprung ist auch so eine Geschichte, ja, wobei man natürlich nicht weiß, inwiefern wie der Polsprung sich dann auswirkt, aber er ist wohl auch so eine, hat einfach eine Funktion, dass das Leben hier erstmal wieder genullt wird. Ja. In gewisser Weise, ja. Das, was wir jetzt gerade machen, würde wirklich keinen Sinn machen, wenn das sowieso anstehen würde, ja. Wir sollen, und daran glaube ich auch, aber überprüft es bitte, wir sollen ja eigentlich im physischen Körper als zum ersten Mal in der Geschichte der Schöpfung aufsteigen können. Früher hast du dein Bewusstsein entwickelt und bist dann gestorben und bist aber dann in eine höhere Ebene gekommen, weil du halt eben bestimmte Dinge erreicht hast. Das hört sich immer
Diese Bewertung ist immer schwer, das zu formulieren ohne zu Bewertung, aber es ist letztendlich gehen ja alle Wesen zurück ins Licht, manche mit Umwegen, hatten wir auch in der Sendung gesagt. Richtig. Ja, genau. Aber diese Geschichte, die jetzt hier stattfindet, ist ja recht positiv. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn sich Menschen mit diesen alten Prophezeiungen so stark ängstigen lassen. Und da gibt es ja auch ganz erfolgreiche Kanäle. Ich bin da auch schon in Anführungsstrichen darauf reingefallen, habe mal eine Warnung von zwei Ecken bekommen, habe dann einfach mal was vorgelesen, hab's aber ein bisschen relativiert, indem ich ein eigenes Video davor geschnalzt habe und gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, was hier passiert, aber hört es euch einfach mal an, das hat mich gerade erreicht, das würde ich jetzt heute so nicht mehr machen, aber man lernt ja auch aus Fehlern, nur es gibt immer noch die Sucht der Menschen, sich diese Dinge anzuschauen. Ein Freund von mir, der schaut sich immer wieder so Zeug an und da muss ich ihn wieder beruhigen in längeren Telefonaten oder er fragt wieder nach, ja. Aber es gibt so einen Drang der Menschen zu dieser Sensationssucht, zu diesem Negativen, ja, was ja auch in unseren Medienlandschaft wird es sehr stark ausgenutzt. Also, das sind diese Zeitlinien. Also aus meiner Sicht, um nochmal diesen Punkt zu bekommen, dass ein Zwug jetzt auch was drüber erzählen kann, ist es nicht so, dass man sagen kann, oh ja, okay, der Irrmann hat jetzt da daneben gelegen, also liegt er da auch daneben, weil es eben Wahrscheinlichkeiten sind, die da beschrieben worden sind. Die können aber, da kann immer noch was davon eintreffen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob wir niemals 3 Tage Dunkelheit erleben werden, was ja erstmal auch erstmal hört es sich nicht so schlimm an und dann irgendwie doch, ja. So, das ist auch von der Dunkelheit hat man eh so ein bisschen eine gewisse Angst, ja. So als Kind in den Keller gehen, um Papa ein Bier zu holen, war in einem gewissen Alter nicht für alle lustig. Also, ja, man, es gibt so eine Furcht davor. Aber ich habe jetzt auch viel gesagt. Letztendlich geht's um diese Zeitlinien, wo ich ein bisschen was von dir wissen wollte und über diese Prophezeiung. Oder würdest du sagen, es gibt irgendwo eine Prophezeiung, wo du sagst, das ist was, was du glaubst, was immer noch eintritt? Ja? Ich denke, dass einige der Prophezeiungen in gewisser Art und Weise eintreten werden. Es ist einfach nur die Frage, wie schnell und wie krass das passieren wird. Wenn man jetzt zum Beispiel die Sachen auch von Edgar Cayce sich ansieht, über die Veränderung der Welt und so weiter, wo du hast von dem Polsprung angesprochen. Es sind ja einige wissenschaftliche Arbeiten dazu schon geleistet worden. Und ich sag mal so, die Prophezeiungen von Edgar Cayce scheinen ja auch relativ gut mit den Sachen zu übereinzustimmen, die, ich sag jetzt mal, die Wissenschaftler in den 50er, 60er Jahren herausgetüftelt haben und sowas. Und ich sag mal, wenn das jetzt über 100 Jahre passieren würde, dann wäre das sehr, sehr ein sehr sanfter Übergang. Wenn das aber halt in, ich sag mal, 2 Stunden passiert, dann ist das eher, sag ich mal, einfach schwierig. Also, hast du ein konkretes Beispiel? Worüber ja, zum Beispiel Polsprung. Also ein YouTube-Kanal, den ich zum Beispiel empfehlen kann, ist Suspicious Observer, der jeden Tag sogenannte Space Weather, also das Weltraumwetter, Sonne und sowas halt zum Beispiel überprüft, auch das Erdmagnetfeld, bestimmte Erdbebenphänomene und sowas alles. Und es ist sehr, sehr klar, dass unser Sonnensystem deutlich aktiver geworden ist als vor 10 Jahren zum Beispiel. Und dieser Herr hat einen Film gemacht über die Mikronova und den Polsprung. Und was er sagte, das stimmt halt auch mit Edgar Cayce sehr gut überein, dass halt der magnetische Pol so um 2000 Kilometer innerhalb von einer Stunde etwa wandern wird. Das heißt, der magnetische Nordpol wäre dann halt irgendwo in der russischen Tundra. Und der Südpol wäre dann halt deutlich näher am indischen Zipfel sozusagen. Und wenn man jetzt unsere Erde ist ja nicht ganz rund, sondern ist ja eher, wie sagen, wie eine Mandarine, also oben etwas, unten etwas abgeflacht und an den Seiten, an dem Äquator breiter. Und wenn man jetzt den Pol um 90 Grad dreht sozusagen, würde natürlich das ganze Wasser, was auf unserem Planeten existiert, in seine Bewegungsrichtung ändern. Und das könnte halt sehr, sehr große Tsunamis auslösen. Also wir sprechen von Kilometer hoch und wenn man da in der Nähe von Küstenregionen ist, dann wäre das halt
nicht unbedingt nett. Also, ne, das ist halt so ein bisschen das Ding, also ne, da kommen halt verschiedene andere Sachen noch mit hinzu. Jetzt auch zum Beispiel, was du sagtest mit den 3 Tagen Dunkelheit. Es ist ja nicht so, dass einfach das Licht aus ist, sondern es ist ja so, dass wenn unser Erdmagnetfeld zum Beispiel kollabiert aufgrund eines extrem heftigen Sonnensturms, dann ist es ja so, dass unsere ganze Sensorik, die ja auch an das Erdmagnetfeld angepasst ist, wahrscheinlich ausfallen wird. Das heißt, die Leute, die noch nicht in der Lage sind, mit ihrem dritten Auge zu sehen, also ich meine wirklich sehen, also mit geschlossenen Augen, ne, durch ihre sehend sozusagen durch die Gegend laufen können, die werden halt eine Dunkelheit erleben, wie sie sie halt noch nicht erlebt haben, weil es ist halt dann zappenduster. Also wirklich zappenduster. Man kann halt durch die normalen physischen Augen keine Helligkeit dadurch erkennen, weil es magnetisch nicht aufeinander abgestimmt ist. Die Informationen kommen sozusagen nicht in unserem Hirn an. Von daher, also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir gewisse Klippen umschiffen können, aber das wird sich halt rausstellen. Aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass unsere Freunde uns nicht im Stich gelassen werden. Aber du hast vorhin ja auch angesprochen mit dem Law of One, mit der Aufteilung. Also im Law of One wird ja zum Beispiel gesagt, dass es etwa 150.000 Leute sind von fast 8 Milliarden, die 4D positiv schaffen. Corey Good hat ja auch vor dem Vortrag, den ich übersetzt habe, hat ja auch gesagt, dass die Nachricht als eine Art von Warnsignal, als letzte Warnung sozusagen kam, weil es halt, sag mal, jetzt zwischen 350.000 und 500.000 sind und das schwankt täglich. Und auch das ist noch eine recht geringe Zahl, wenn man uns jetzt in der Masse betrachtet. Und ne, da wäre es halt schön, wenn man da noch ein paar mehr Leute einfach mit ins Boot holen könnte. Denn ich denke, dass eine ganze Menge Leute im Grunde genommen mit recht wenig Aufwand diesen Sprung schaffen können. Ja, das ist ziemlich heftig. Es gibt ja noch diese Geschichte, also weil ich auf eine andere Sache raus wollte, aber ich wollte es noch kurz erwähnen, dass es sogar heißt, dass man während diesen 3 Tagen Dunkelheit nicht rausgehen kann, weil man sonst tot umfällt, weil es draußen giftig ist. Also es ist ein bisschen vage formuliert, aber dass man sich das vorstellen kann, dass es nicht einfach nur dunkel ist, so nach dem Motto, ja, und nach 3 Tagen ist alles vorbei. Wenn ich weiß, wo mein Kühlschrank steht und da das Zeug einigermaßen hält, weißt du? Wenn es im Winter ist, habe ich kein Problem, lege ich die Tiefkühlputzer raus oder so. Also, ja, genau, also das wäre nicht ganz, wahnsinnig witzig, was da auf uns zukommen könnte, ja. Richtig, und ich meine, das, was du sagst, kann ja auch durchaus sagen übereinstimmen, weil wenn das Erdmagnetfeld zum Beispiel kollabieren sollte, dann ist es halt auch extrem unklug, sich jetzt, sag ich mal, ohne dementsprechende Vorbereitung der Sonnenstrahlung auszusetzen, weil dann käme ja wirklich alles hier an. Und das ist ja jetzt nur ein Szenario, was passieren könnte. Da sind noch ganz andere Dinge möglich, aber meines Erachtens hängt es halt wirklich davon ab, wie das Bewusstsein der Bevölkerung sich verhält. Und je mehr Leute wir aufwecken können und dazu bringen können, mitzuhelfen, eine positivere Zukunft zu kreieren, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Menge von den unangenehmen Sachen wirklich umschiffen. Aber das, was du vorhin angesprochen hast mit dem mit dem Negativen, mit diesem Hang dazu, dass man unbedingt, keine Ahnung, Weltenzerstörungsfantasien und so weiter hören will, was da alles passieren kann und so, zeigt ja im Grunde genommen auch einen unterbewussten Drang danach, dass irgendwie dem ein Ende gesetzt werden muss. Und ne, dass man halt meint, dass es irgendwas Kosmisches oder Göttliches sein muss, was dieses Ereignis bringt, aber Ich schätze, dass irgendwann, also wenn wir zum Beispiel unserer Mutter Erde einfach zu viel antun, und du hast vorhin ja auch 5G angesprochen, meines Erachtens zum Beispiel ist, wenn 5G wirklich voll aktiviert ist, also 2022 die 20.000 Satelliten im Orbit sind und das ganze System wirklich komplett angeschaltet wird und das ganze Leben hier auf dem Erdball anfängt zu leiden, das ja eine kosmische Reaktion darauf kommt, weil meines Erachtens sind Sonne und Erde zum Beispiel Weseneinheiten, Entitäten, und sie werden halt darauf reagieren, wenn wir 20.000 Nadelstiche überall sitzen, dann wird schon irgendwas kommen, aber wir müssen es halt nicht so weit kommen lassen. Ja,
Das ist ein Ansatz, wo ich gerne ansetzen würde, weil vielleicht ist es diese Tiefe, die man verstehen muss, warum wir uns auch hier hinsetzen. Wenn diese Zahlen stimmen, ja, dass wir so viele Leute brauchen, und dann könnte man ja sagen, haben wir schon locker. Guck mal Ja. hin, was so und so viele schauen sich dieses Video an, und es gibt ja wirklich also es gibt Millionen von Klicks auf spirituellen Inhalten, wo man sagen kann, wir haben gar kein Problem, sind genug Leute, ja. Aber da gibt es dann noch mal eine Abstufung davon, ja, ob man einfach nur ein bisschen interessiert ist, ob man wirklich bereit ist, an sich zu arbeiten, und man wirklich bereit ist, sein Leben zu ändern. Und wenn man da abstufen müsste, holla die Waldfee, ja, dann könnten wir wirklich ein Problem haben, wenn diese Zahlen in der Tiefe und in der Qualität erreicht werden müssen, dann könnte es wieder zappenduster ausschauen, ja. Das kann jeder nur für sich selbst beantworten, inwieweit er sich zu der einen Sorte zählen wird, so nach dem Motto, ich halte mich so im Erwachenszustand, so nach dem Motto, ich sichere mich mal ab. Und ganz ehrlich, ich rede auch ein bisschen von mir. Als ich davon erfahren habe, war es auch so ein bisschen so, ich habe mich da halt so ein bisschen oberflächlich beschäftigt, habe aber mein physisches Leben nicht stark verändert. Ja? Ich habe dem das nicht stark angepasst. Und dann wurde es immer drängender. Dann habe ich einfach auch Dinge angefangen, in mein Leben mehr zu integrieren. Hat natürlich auch zu Katastrophen geführt, ja, zu Trennungen und Alleinsein und zu Schmerz, zu der Nacht der dunklen Seele. Seele oder die dunkle Nacht der Seele. Ja. All diese wirklich Dinge, die nicht witzig sind. Aber wenn man sozusagen so im in der Spaßspiritualität unterwegs ist, dann hält man so ein Zeh rein in dieses ja, laue Wässerchen der Wahrheit, aber man kann nicht davon sagen, dass man ja den kleinen Zeh geht es nicht, es geht um den ganzen Menschen. Also da habt ihr dann nicht genug getan, und wir wollen ja jetzt hier gar nicht niemanden schimpfen oder so, Nein, nein. aber und es ist, ich kann euch ja nicht sagen, ob es so ist, nur wenn diese Zahlen zu erreichen sind und die Qualität auch eine große Rolle spielt dabei, dann haben wir vielleicht wirklich noch ein Problem, ne? Ich denke, dass wir im Grunde genommen, egal wie es laufen wird, also in Anführungsstrichen, wir im Großen und Ganzen kein Problem haben werden, weil. Also meiner Meinung nach oder meiner, ja, also ich denke schon, dass da was dran ist, dass gewisse Freunde uns abholen werden, kurz bevor zum Beispiel hier, also wenn hier ein größerer Kataklysmus passieren würde, dass große Teile der Bevölkerung einfach wahrscheinlich einfach auf sagen, umgeladen werden und kurzzeitig, keine Ahnung, eine Art von anderer Illusion sozusagen vorgespielt kriegen. Und halt wirklich auf einen anderen Planeten einfach umgesiedelt werden. Und die Leute, die hier bleiben sollen, dass die dann auch passend in Sicherheit gebracht werden, um halt danach den Wiederaufbau sozusagen einfach wieder zu regeln. Und Das also musst du ich jetzt gehe aber ein ich. bisschen näher erklären, weil also da sind wir ja jetzt in einem Szenario, da geht es jetzt um die Ernte, da geht es um das, Richtig. was das Ra erzählt hat. Das muss man einfach kurz also auch wenn es nicht einfach ist, aber in einer gewissen Tiefe muss man es den Leuten erzählen, weil du einfach jetzt gerade ein Feld eröffnest, von dem wir vorher noch nicht gesprochen haben. Ja, Ja, also. es ist ja auch in der Bibel davon die Rede, ne, von diesem, also da ist halt dann der Tag des jüngsten Gerichts beim Law of One heißt es Ernte. Und es geht halt im Grunde genommen halt auch um das Umpflügen des Bodens. Und das ist ja eins der Bilder, was man mit der Ernte transportiert, sozusagen. Und das ist im Grunde genommen, das Umpflügen des Bodens ist halt das, was diese Erdveränderung sozusagen, also die Veränderung des Globus an sich, der Landmassen und der Wasserverteilung und sowas alles. Und ich schätze, dass halt die Leute, die, oder so wie wird es gesagt, dass die Leute, die 4D positiv schaffen, dass die dann hier bleiben dürfen, sozusagen, und ja, mit Hilfe von unseren Freunden des Geheimweltraumprogramms und, ne, unseren Freunden von außerhalb hier in eine neue Zivilisation aufbauen. Während halt die Leute, die im 3D-Bewusstsein bleiben, auf einen anderen Planeten transferiert werden, wo sie halt die notwendigen Lektionen für 4D halt lernen können.
Und 4D negativ, also die Leute, die wir auch schon besprochen haben, die 95% egoistisch sind, die kommen halt auf eine andere Ebene. Es wird halt dann eine Art von physischer Trennung geben. Sei es so oder so. Ja. Also das ist sehr spannend, das ist auch sehr schwer zu begreifen, wie man dann ein Ereignis in Erinnerung haben kann, aber dann sich nicht wundert, dass man irgendwie auf einem anderen Planeten ist oder einfach diese Dinge so weitermacht. Also das ist wirklich relativ schwer sich vorzustellen, aber das ist halt die Theorie. Ja? Und ganz konkret hat es von uns jetzt noch keiner erlebt, zumindest in dem Leben nicht. Und deswegen kann man auch nicht von Erfahrung sprechen, deswegen kann man nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen, wie man sich's vorstellt, von eigenen Visualisierungen, wie man sich's vorstellt. Du sagst eben auch, es könnte eben sein, dass Freunde von außerhalb, eben positive Außerirdische, dafür sorgen, dass Dinge dann ins Lot kommen. Ja? Hm. Ja. Oder dass dann zumindest halt, wie sagen, die Verluste halt gering gehalten werden. Und ich kann mir jetzt, ich meine, wir wissen ja alle jetzt, allein zum Beispiel in den letzten Wochen haben wir ja alle erlebt, wie einfach es möglich ist, uns in gewisser Art und Weise zu isolieren. So, und man könnte jetzt halt relativ einfach zum Beispiel halt ein Ereignis vermitteln, dass man halt zum Beispiel evakuiert werden soll. Und das ist dann ja auch relativ einfach möglich, wenn man dann in eine andere Behausung sozusagen kommt, sei es nur übergangsweise. Wäre es ja auch möglich, dann zum Beispiel auf ein Schiff transportiert zu werden und eine andere, ich sag jetzt mal, Illusion halt sozusagen erzählt zu bekommen und dann kommt man irgendwo anders halt raus. Das ist ja durchaus möglich und ich denke, dass halt sehr viele Leute darauf auch reinfallen würden oder beziehungsweise es einfach mitmachen würden, weil sie im Grunde genommen intuitiv wissen, dass wenn sie nicht bereit sind für diese höhere 4D-Schwingung, die dann hier auf der Erde herrschen werden, dass sie dann halt die Sache nicht überleben werden, ganz einfach. Also dass sie in dem Körper dann jetzt nicht hier bleiben könnten und ich gehe davon aus, dass die meisten dann vorziehen werden, woanders einfach hier ihr 3D-Leben zu Ende zu führen, ganz einfach, um dann irgendwann demnächst sozusagen mit dazu zu stoßen. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass es nicht, wo wir jetzt die Reptilwesen angesprochen haben, dass es jetzt hier ein großes Schlachtfest geben wird oder sowas, davon gehe ich nicht aus. Also ich gehe wirklich davon aus, dass die meisten von uns eine höfliche Aufforderung bekommen werden, sich woanders hinzubewegen und dadurch dann auch in Sicherheit gebracht werden. Ja, verstehe. Und das hältst du auch für eine große Wahrscheinlichkeit. Du denkst, das ist, Ja, verstehe. Ja. Ja, absolut spannend. Also das sind die Dinge, die wahrscheinlich anstehen, aber für denen man halt nicht diese, also ich glaube, die Menschen haben Angst vor diesem krassen Ereignis. Und das sollte man ihnen aus meiner Sicht, das ist auch nur mein Gefühl, ich kann ja auch daneben liegen, aber das ist eine wichtige Botschaft von mir an euch, dass ihr da keine Angst haben müsst, dass auch letztendlich, also auch wenn Wuk hat es jetzt ein bisschen so ausgedrückt, die Menschen, die noch Erfahrungen im 3D machen sollen, die sind nicht besser oder schlechter. Die Seele hat einfach nur einen bestimmten Stand und sagt, nee, ich will noch ein bisschen spielen. Ja? Man muss das nicht sehen, so nach dem Motto hier Orden, aufstiegsfähig oder so. Das ist Bewertung, das ist altes Denken. Darum geht's in dem Fall nicht. Aber natürlich, wenn wir jetzt, dann kommen wir wieder ein bisschen in diese Bewertung, auch in den Aufruf, wenn wir so positiv wie möglich gestalten wollen, dann brauchen wir Mitstreiter, die bereit sind, alles dafür zu tun. Ich habe eine Freundin, die hat auch schon vorgelesen auf Spiritscape, Philosophie nennt sie sich, also Sophie, also ist halt eigentlich so ein Spitzname, der so aus einem Podcast entstanden ist, die gesagt hat, sie ist bereit, für den positiven Wandel zu sterben. Das ist für sie gar kein Thema. Ja? Und ich weiß nicht, inwieweit ihr da mitgehen könnt, aber das ist etwas, wo ich sehr gut mitgehen kann, wo ich einfach sage, das ist jetzt das Wichtigste.
Ich habe noch andere Dinge, die mir auch Freude bereiten. Ja, es gibt, das Leben hat ja auch eine gewisse Fülle, die einen nicht nur ablenkt, sondern das ist auch schön. Das darf man auch auch genießen. Also man sollte jetzt auch nicht irgendwie mit dieser krampfhaften Disziplin an Spiritualität rangehen. Das wäre auch falsch. Aber man muss in gewisser Art eine ziemlich harte Selbstreflexion machen, einen Bitte. Wirklichen Stand, wirklich knallhart zu sich selbst sein, wo bin ich, wo stehe ich, ja? Bin ich eigentlich mit dem, was ich jetzt gerade ausdrücke, bin ich damit zufrieden, ist das der Ausdruck, den ich in diese körperliche Form bringen will, ja? Drücke ich mich hier so aus, wie es eigentlich mein Wesen möchte, wie meine Seele es möchte, und wenn man, je nachdem, zu welcher Antwort man kommt, muss man vielleicht einfach ran an den Speck sozusagen, ja. Wenn der Veganer das sagt, ist das komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, richtig. Also, ich kann da nicht wirklich viel jetzt einfach dazu sagen. Du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also, man sollte wirklich in der Lage sein, sich selber im Spiegel anzusehen. Und sich anzulächeln. Das war eine der ersten Aufgaben, zum Beispiel nach, ne, die mir meine erste Hexe sozusagen gesagt hat. So, das war meine erste Hausaufgabe, dass ich mich in den Spiegel, mich selber wirklich in mir in die Augen sehen kann und mich anlächeln kann. Und ich meine damit nicht grinsen, sondern ich meine wirklich anlächeln. Und meines Erachtens ist das ein Riesenthema, und deswegen ist ja auch im Grunde diese ganze Corona-Geschichte ein Segen in gewisser Art und Weise, weil man im Grunde genommen jetzt die Zeit und die Möglichkeiten hat, wirklich zu erkennen, was sind die Faktoren, die mich tagtäglich unglücklich machen? Was ist es, was mich bedrückt und so weiter? Und durch Introspektion, durch Respekt, also sich selber wieder erneut ansehen, kann man ja bestimmte Sachen erkennen und dann auch ändern und sagen, okay, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr erleben. Ich werde jetzt rausfinden, was ich ändern muss in meinen Gedanken, Gefühl und Handlungen, damit ich dieses Ereignis nicht mehr habe. Damit dieses Ereignis nicht immer wieder und wieder passiert. Und eine der Sachen, die da natürlich auch mit einschwingen, ist, die auch für sehr viele Leute sehr unangenehm ist, ist halt diese ganze Sache mit, sag ich mal, der Betäubung. Also wenn ich mir dann angesehe, dass jetzt seit Anbeginn der Corona-Krise die Alkoholzahlen halt explodiert sein sollen, kann ich natürlich absolut nachvollziehen, ist aber halt nicht wirklich gut, aber es ist nachvollziehbar, aber im Grunde genommen wäre es klüger, und das war auch eine der Sachen, die ich zum Beispiel gemacht habe, dass man wirklich zusieht, welche Sachen stören mich an mir selber und an meinem Leben, dass man die angeht und die, sag ich mal, wirklich bearbeitet, dass man so zufrieden ist mit sich selber, dass man deutlich weniger Betäubung braucht, sei es, ne, Pharma, Alkohol, Zucker etc., was auch immer. Die üblichen, die, ne, sogenannten legalen Drogen und sagen, Machtgeschichten, die man halt so hat. Na, sei es Geld verdienen oder wie auch immer. Ja, verstehe, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich denke immer über den positiven Effekt von Corona nach. Aber klar, ich habe mal drüber nachgedacht, über häusliche Gewalt, die natürlich auch zugenommen haben soll, weil die Leute sich so dermaßen auf den Zeiger gehen. Ja. Und natürlich noch extremer. Also, wir haben das auch mal angerissen in einer der früheren Sendungen, dass es für die Monster jetzt nicht leicht ist, wenn die Opfer nicht so leicht zugänglich sind, aber wenn dann halt jemand mit dem zusammen wohnt, dann wird das halt, geht's halt richtig rund. Also das ist dramatisch. Aber über den Alkoholmissbrauch habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Ja, natürlich wird das so sein, ja. Das ist total logisch, ja. Die Leute sich betäuben wollen. Ja, wir können aber natürlich nicht, wir reden ja auch nicht zu den Leuten. Wir reden natürlich zu Menschen, die sich angezogen fühlen von diesen Informationen und einen gewissen Zugang gelegt haben schon und zum Teil sehr weit sind, zum Teil weiter als wir. Garantiert gibt es da Leute, die wirklich leuchtende Vorbilder sind. Es gibt aber auch viele, mit denen ich Kontakt habe, die einfach so
sich informieren grundsätzlich, sich versuchen, so eine Meinung zu bilden, ja, so viel ein bisschen über die Geopolitik, sich diese Angst machen lassen und sich da wieder ein Video schauen und da wieder ein Video anschauen, aber ganz konkret in ihrem Leben nichts ändern und einfach auch keine spirituelle Praxis machen, an welcher Form auch immer, sind es Affirmationen, was ich so gern mache und was mich wirklich weitergebracht hat, oder einfach Meditation, was auch eine ganz wichtige Sache ist, weil man nach innen geht. Und das sind auch wirklich wenige Minuten, die man da machen muss. Und selbst dazu sind viele nicht bereit. Ja. Das, richtig, und, leider. Das ist auch eine Tatsache oder auch manchmal, das ist auch gar nicht böse gemeint, sieht man auch in den Kommentaren, dass manche Leute einfach noch in dieser Beurteilung drin sind. Ja, sei es jetzt, dass auf Spiritscape mal einfach über Stimmen gemeckert wird und dass einfach so Oberflächlichkeiten so eine riesengroße Rolle spielen, die eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten. Weil das, glaube ich, ist eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe, dass man eben aus diesem Beurteilen rauskommen muss, was auch furchtbar hart ist. Auch nicht immer möglich, da wollen wir auch nicht reden. Also wir bleiben Menschen und in gewisser Weise mag halt der eine lieber Himbeereis und der andere mag lieber Schokoladeneis. Also als Beispiel. Ja. Das wird auch so bleiben. Also man muss da auch schauen, man muss nicht jede Musik lieben. Ja. Man darf sich entscheiden. Das sind auch, da können wir auch mal gerne länger drüber reden. Diese wirklich kleinen Schritte sind viele nicht bereit zu gehen. Das ist richtig erstaunlich, weil ja diese Videos, die sie sich anschauen, zum Teil zu einem gewissen Verzweiflungsgrad die Leute bitten, diese Dinge zu machen. Ja. Klar, der ein oder andere Sender ist vielleicht an seinen Aufrufzahlen interessiert und hat den Blick vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren, warum er das eigentlich macht. Man lässt sich auch ablenken. Kann man auch lange drüber reden, dass der ein oder andere dem Mammon verfallen ist, eventuell. Ja. Ah, ein oder zwei. Ja, aber das sei mal dahingestellt, die Informationen sind oft dennoch sehr hilfreich. Man kann sich viel rausziehen, man kann mit seiner Intuition die Dinge prüfen und weiß eigentlich auch, was zu tun ist. Aber dann gibt's irgendwie diesen inneren Schweinehund, wie man ihn auch immer nennen will, den nächsten Schritt sind die Leute aus irgendeinem Grund nicht bereit zu gehen. Und wir versuchen auch mit dieser Sendung vielleicht so ein bisschen bei dem einen oder anderen diesen ja, Bruch zu schaffen, dass er den nächsten Schritt geht. Das wäre uns, also das wär mir jetzt ein Herzensanliegen, dass ich das schaffe und auch gerne Feedback. Es ist natürlich schwierig, die Leute zu belabern, tu das, ja. Das ist, wenn es so einfach wäre, ja, dann wären wir alle schon ganz woanders. Ja. Deswegen versuchen wir euch mit Informationen zu begeistern auch für das Thema und das macht auch Freude und Spaß und deswegen sind ja auch Hugo und ich ja zusammen. Wenn das alles nur anstrengend wäre, dann würden wir es auch nicht machen. Ne? Richtig, genau. Also es muss ja schon auch ein gewisser Spaßfaktor dabei sein. Und ich meine, es läuft ja auch sehr gut mit uns. Also wie sagen, wir verstehen uns und sind auf sehr vielen, in sehr vielen Bereichen, haben einen sehr ähnlichen Wissensstand und vielleicht eine andere Perspektive und so. Aber ich wollte ganz kurz darauf eingehen, was du sagtest mit dem Meckern. Das ist ja auch eine der Sachen, die Marc Passio zum Beispiel öfter mal anspricht. Und mir ist das irgendwann aufgefallen, dass, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Video das war, dass jemand, der Zuschauer, den Kommentar drunter gesetzt hat, dass die Stimme von mir halt wirklich grausam klingt und ne, ob das nicht eine Roboterstimme wäre und sowas. Und da fiel mir halt direkt die Sache von Marc Passio ein. Also, ne, ja klar, wenn man was macht, dann findet man rechtlich Leute, die daran meckern und sagen, nee, nicht schön, weißt du, und keine Ahnung. Egal, was du machst. So, ob du anfängst, du auf der Straße zu tanzen oder ein Bild auf die Straße mal zu sagen, nee, zu viel Rot, zu viel Blau, was auch immer. Aber wenn man die Leute einfach mal fragen würde, und ich habe mir das gespart, einfach mal fragen würde, hey, lass doch mal deine Stimme hören. Mach doch mal Aufnahmen. So, sag doch einfach mal irgendwas. Also lass doch mal deine Stimme erklingen.
So, das ist halt so das Ding, also sehr viele Leute, ja, ne, meckern halt an anderen Leuten rum oder an Sachen, die gemacht wurden, aber sie haben selber nichts vorzuweisen in gewisser Art und Weise. So, ne, das ist halt, das finde ich halt sehr schade, dass man da nicht dann so eine Art, also das klingt jetzt vielleicht doof, aber halt so einen gewissen Standard setzt, dass man sagt, okay, ne, wenn du noch nie Mucke gemacht hast, wenn du noch nie ein Instrument gespielt hast und so weiter, dann sagen, ist dein Kommentar, dass dir die Mucke nicht gefällt, weil, ne, XY, dann ist der einfach qualitativ, wie sagen, wertlos, weil ist halt wirklich. Ich habe da einen anderen Ansatz. Also ich weiß, ja, was du meinst, und das ist auch, ist in gewisser Weise auch, auch richtig. Aber ich sehe es schon so, dass das, also gerade jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Musik mal bleiben wollen, dass Menschen definitiv also vom Musik beurteilen können, nicht in der Tiefe, aber sie dürfen schon sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und sie können auch, wenn sie sich damit beschäftigen, obwohl sie kein Instrument spielen, können sie sogar mit einer intensiven Hörpraxis Unterschiede in der Qualität der Musiker raushören und verstehen auch immer mehr, wenn du dich damit beschäftigst, in der Tiefe, was Qualität bedeutet, ja. Also man muss es nicht immer selbst machen. Es ist nur so, vielleicht ist es wichtig, die Ehrfurcht vor der Schöpfung des anderen zu haben, um zu sagen, ja, okay, ich selbst könnte es vielleicht auch nicht besser. Wir haben nur einfach einen Qualitätsstandard da draußen. Es fängt ja schon an mit unserer Sendung, dass wir versuchen, so ein bisschen das gelernte Qualitätsmomentum der Leute oder wie man es auch immer nennen mag, in gewisser Weise zu erfüllen, dass sie zuhören. Ne? Hätten wir jetzt hier einen total verrauschten Ton, hätten wir noch schlechteres Bild. Ja? Wir sind ja eh schon im Skype-Modus hier unterwegs, haben das aber ganz schön arrangiert und bemühen uns auch, dass es ordentlich ausschaut, dass die Kameras ein vernünftiges Licht machen, was auch immer, ja, so, und das beurteilen ja Menschen auf einer einerseits manchmal bewussten Ebene, aber auf einer unterbewussten Ebene, so hat jeder sofort ein Gefühl von Qualität und kann es auch, wenn er es normal formuliert, hat er auch das Recht, dem Ausdruck zu verleihen, und dennoch kann man sich immer sicher sein, wenn jemand nicht in der Mitte ist, wird ihn das auf irgendeine Weise auch verletzen, ja. Das sollte man halt überlegen. Da muss, ist wieder der Empath gefragt. Würde ich, wenn ich jetzt der Musiker wäre, es gut finden, wenn jemand einfach seinen schlechten Tag über ihn ergießt, sozusagen, ja? Oder wäre es nicht besser, einfach mal kurz 3 Minuten in sich zu gehen und zu sagen, okay, ich glaube, den Kommentar kann ich mir sparen, ja? Es ist halt gut gemeint, und warum soll ich dem jetzt einen reindrücken, ja? Also es muss nicht sein, ja? Sehe ich ähnlich. Also ich muss jetzt deswegen schmunzeln, weil es zum Beispiel um dieses Phänomen zu erreichen, dass man seinen Körper in regenbogenfarbigem Licht sozusagen auflöst und diese Schule abschließt, dazu ist es notwendig, dass man 20 Jahre lang, dass jeder Gedanke ein liebevoller Gedanke ist. Und ich denke, dass die Leute, die sich häufiger im Straßenverkehr aufhalten, das wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht hinkriegen werden. Aber im Grunde genommen geht es halt exakt darum, dass also erleuchtet zu sein für einen Moment ist relativ leicht. Aber es zu bleiben, und zwar wirklich jeden Moment deines Tages, ist schwierig. Das ist wirklich, ja, dieses berühmte Balance halten, genau. Dann ist erleuchtet sein zwar das Fundament, das hast du ja vorher so schon erzählt, ich weiß gar nicht mehr, ob es vorher in der Sendung war oder in der jetzigen, dass wir haben festgestellt, dass Bewusstsein und Schwingung schon miteinander zusammenhängen, aber dass ich das würde Bewusstsein Dinge, definieren, ja. Man kann es nicht mehr verlieren, aber die Schwingung schon. Und dann wäre erleuchtet sein, wenn man das jetzt eins und eins zusammenzählt, sozusagen, wäre dann eher ein Ausdruck der Schwingung als des Bewusstseins. Indirekt natürlich schon des Bewusstseins, aber eigentlich ein Ausdruck der Schwingung. Richtig, also wenn man an der, wie soll ich sagen, wenn das Bewusstsein sozusagen die Welle der Schwingung sozusagen mitnimmt und an der Spitze sozusagen surft,
dann ja, hat man halt ein höheres, höher schwingendes Bewusstsein, man ist auch dann näher an der Wahrheit dran. Und oftmals kriegt man dann ja auch bestimmte Aha-Momente und denkt, ah, jetzt habe ich das kapiert, warum, ne, wie das zusammenhängt und so weiter und so fort. Das sind die einzelnen Momente zum Beispiel der Erleuchtung, richtig, ganz klar. So, das addiert sich ja auch nach und nach. Aber es ist ja im Grunde genommen der Dauerzustand, der gefragt wird, dass man wirklich so gut wie es möglich ist, dass man dann zum Beispiel auch, wenn man in den Supermarkt reingeht, dass man dann halt nicht, nachdem man gerade die Erleuchtung hatte, dass, keine Ahnung, ne, Billigfleisch jetzt nicht unbedingt toll ist für einen durch die ganzen Behandlungen und so weiter, dass man dann halt nicht wieder in die alte niedrige Schwingung fällt, in die Gewohnheit sozusagen, sondern dass man dann auch wirklich sein Bewusstsein hochhält, auch wenn der Schnorrer vor dem Supermarkt einem auf den Nerv geht oder die Stimme des Kommentators im Video halt nicht ein stört oder sowas, dass man auch dann halt seine Schwingung und sein Bewusstsein hochhält und nicht fallen lässt. Ja. Das ist, denke ich, meine die wirkliche Kunst, das halt auch wirklich zu halten. Und klar, es ist leichter, viel, viel leichter gesagt als getan. So, und ab und an, ne, gibt es halt Rückfälle, wo man dann einfach fluchend vor die Wand treten möchte oder wie auch immer. Aber wenn sie weniger und weniger werden und länger auseinander liegen, desto besser. Ja, und man muss auch aufpassen, also auch wenn das hast du super erklärt und ich glaube, wenn man es in der Tiefe versteht, ist es auch klar wieder. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht dann wieder so eine eine Licht- und Liebe-Disziplin entwickelt, ja, die und einen etwas vortäuscht, weil man muss durch diese Gefühle durchgehen. Man kann keine richtig. Entwicklung machen. Wenn du Zorn fühlst, hilft es nichts zu sagen, oh, den darf ich nicht fühlen, weg damit, ich bin in Licht und Liebe, alle habe ich lieb, ja. Ich habe alle lieb, ja. Und das ist in dieser Esoterik-Szene, in dieser Licht- und Liebe-Fraktion lange Zeit, ja, das kommt immer mehr, also es wird immer bekannter, dass die Dunkelheit ein wichtiger Bestandteil ist des Menschseins, weil man daraus eben schöpfen kann und einfach auch lernen kann. Aber es macht nichts vor, etwas vorzugaukeln. Deswegen, da muss man auch aufpassen, weil du bist so, wie du bist. Erstmal, du hast einen gewissen Stand und wenn du feststellst, der Verkäufer, wenn er dich schief anschaut, dann ärgert er dich oder wie er dir die Flaschen übers Laufband fallen lässt oder wie auch immer, ja, oder du ärgerst dich selbst über dich, weil du was fallen gelassen hast. Das ist mir jetzt so schon mal, ich will noch nie passiert, zweimal in dem Jahr habe ich wirklich ein Glasbehälter im Supermarkt fallen lassen. So. Platsch, okay. Komplett, ja. Und dann, gut, ich kenne dich schon relativ gut und bin dann halt gleich reingegangen und habe gesagt, oh, Entschuldigung, ja, mich wirklich, und die waren total froh und sagt, ja, sie sagen wenigstens was, die meisten Kunden sagen gar nichts, aber ja, wenn du dich da halt über dich ärgerst, oh Mist, so ein Kack, ja, dann ist es ein Feedback für dich, okay, ja. Da gibt es etwas in mir, was mit mir nicht zufrieden ist, was mich zu schnell aus der Mitte purzeln lässt. Und da kann ich hinschauen. Ja, das sind diese Hinweise. Die sollte man nicht wegdrücken und sich was Selbstes vormachen. Dann belügt man sich nur selbst. Und die geistige Welt oder kann man nicht belügen. Also die Schwingung, die wirklich da ist, kann man nicht vortäuschen. Und das Bewusstsein, das wirklich da ist, kann nicht vorgetäuscht werden, wenn man eben 4D-positiv leben will. Zu einem großen Prozentsatz kann man das einfach nicht niemandem vormachen, dass das so ist. Ja, deswegen muss man dazu sich ehrlich sein. Es hilft nichts. Ja. Richtig. Konfuzius sagte ja auch einmal so schön, ja, sei den Menschen, die dich aufregen, dankbar sind, denn sie zeigen dir deine Schwächen auf. Und es ist, auch da ist es leichter gesagt als getan, aber es ist definitiv etwas, was ein sehr guter Indikator ist. Ja, zum Beispiel das, was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, ist, dass bei den Leuten, die schon relativ weit in der spirituellen Entwicklung sind, zum Beispiel, dass das Leben halt auch sehr, sehr angenehm im Großen und Ganzen verläuft und wenig stressfrei ist. Im Gegensatz zu den Leuten, die, ich sag's mal, wenig spirituell erwacht sind, die halt ein sehr, sehr schwieriges Leben haben. Im Normalfall. Also durch selbst erschaffenes Leid, also schlechte Angewohnheiten etc., die, dass sie sich selber in gewisse Kisten gesetzt haben und versuchen halt, ja, damit klarzukommen, mehr oder weniger. Ja,
Ja, total spannend. Also schön, dass das diesen Weg genommen hat, das Gespräch. Also ich habe nochmal, ich danke dir sehr, du hast mir nochmal in der Tiefe noch einfach mal das geschenkt, dass wir, dass das wichtig ist, was wir hier machen. Ja. Ja, ja, für einen selbst auch. Also wenn ich hier nichts mehr lernen würde, wäre es auch schade, aber das ist nicht möglich mit WUG. In jedem Gespräch auch wieder was dazu und kann für sich was rausnehmen. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Ich glaube, wir sind eigentlich mit dem Blog jetzt auch zu Ende. Wir sind so ein bisschen über die Prophezeiungen, mit denen man sich vielleicht nicht in dieser Tiefe so beschäftigen sollte, mit diesen düsteren Dingen, je nachdem, ob eure Schwingung das gut tut oder nicht, das müsst ihr selbst beurteilen. Über eben ja auch diese Voraussagen, auch das, was das Law of One durch Ra uns geschenkt worden ist, über Ernte sind wir ein bisschen dazu gekommen, was wir vielleicht tun können zur Selbstreflexion, und das fand ich einen ganz spannenden Bogen, ehrlich gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich fand das sehr interessant, und ich denke, dass wir zum Beispiel das Thema, was wir auch nochmal angedacht haben mit den Verzeihungen, also mit der Vergebung zum Beispiel, dass es im Grunde genommen ja ein sehr gutes Thema ist, was wir dann in der nächsten Sendung besprechen können, weil es meines Erachtens auch ein extrem wichtiges Thema ist, gerade mit diesen ganzen Sachen. Also dass man auch dann zum Beispiel, wenn man sich selber reflektiert und respektiert hat, dass man sich selber auch vergeben kann und dass man auch den Mut und die Stärke findet, auch zum Beispiel um Vergebung zu bitten, ganz einfach, um damit auch zum Beispiel bestimmte karmische Zusammenhänge einfach aufzulösen. Aber das ist, das würde jetzt den heutigen Rahmen definitiv sprengen, und von daher. Total, ist mir auch sehr wichtig. Ich habe immer vorgehabt, dass ein persönliches, also eines von meinen intuitiven Selbstgesprächen wegen Vergebung zu führen, aber es ist ja noch schöner, mit WUG an der Seite das Thema angehen zu dürfen. Wir können mal kurz sagen, was wir so ein bisschen vorhaben. Also Vergebung ist zum Beispiel so ein Thema, wenn dich das interessiert. Wir wollen über den Mond sprechen, ja, über wie natürlich ist das Ding? Nur so als Stichwort mal zu geben, ja. Da gibt es noch einige Dinge, die wir wirklich vorhaben. Es wäre auch mal, glaube ich, notwendig, über das geheime Weltraumprogramm zu sprechen, weil WUG hat vorhin gesagt, von wegen unsere Freunde des geheimen Weltraumprogramms. Ich wollte da fast schon Einspruch erheben, aber ja, die Zeit wird es zeigen. Aber all diese Dinge würde ich gerne mal mit WUG besprechen, und wenn es euch auch interessiert, könnt ihr euch ja schon und schon vortriggern, ja, was euch für Fragen einfallen. Die sind so die Themen der nächsten Sendungen, die wir vorbereiten werden, und ihr müsst ja nicht nur zu den Sendungen, die wir schon gemacht haben, kommentieren. Ihr könnt ja auch eben sagen, ja, okay, wenn das Thema kommt, dann würde ich gerne darüber was hören. Was meint ihr darüber und darüber? Ich weiß auch, jemand wollte über Dimensionen nochmal was Genaueres erfahren. Ist vielleicht auch nochmal fällig, weil wir da auch nur so drüber gestreift sind. Und das ist noch, wir müssen lernen, welche Tiefe wir selbst, wozu wir selbst in der Lage sind, ja, und welche in der Sendung gut tut, ja, inwiefern wir hier Spezialisten haben, die vielleicht hier auch noch was lernen können, oder eben, was ich immer den Spezialisten sage, macht die Sendungen selbst. Ja. Aber ja, gerne, da schauen wir dann auch was zu und können vielleicht auch mal zu euren Sendungen was zu sagen. Ja, auch sehr gerne. Wäre schon, ja. Jo, dann sind wir mit der zweiten Aufzeichnung am heutigen Abend fertig, und die seht ihr dann etwas später. Ja. Wir könnten es ja auch ummodeln, aber das werden wir nicht. Wir haben schon zu viel Arbeit Bezug genommen. Ja. Ja, auf die letzte Sendung. Ja. Vielen lieben Dank und liebe Grüße. Viel Spaß beim positiven Fede-Leben. Ja, tschüss.